Und der dritte Wunder vom letzten Redlersrott nach dem Kriminalisten und dem Reverend wird ein Richter zu uns sprechen. Andreas Müller. Hallo? Ja. Ist das so gut? Hört man das? Liebe Leute, mein Dank, dass ihr hier seid. Liebe Leute, rückt zusammen. Der Demozug geht bald los. Ich rede etwa 3 Minuten. Könnte natürlich 8 Stunden reden über diese verdammte, weltweite, immer noch bestehende Prohibitionspolitik. Ich rede hier hauptsächlich über Cannabis heute. Ich rede zu euch, weil es mir Spaß macht. Ihr seid die Kriminellen, die ich gerne habe. Und ihr seid keine. Ihr seid Leute, die für eure Freiheit eintreten. Die für die Freiheit der anderen eintreten. Und deswegen danke. Und warum stehe ich wieder hier und schrei meine Wut raus und freue mich, dass ich nicht depressiv werde, weil ich seit 44 Jahren für die Legalisierung kämpfe. Rücken sammeln. Warum stehe ich hier? Weil ich endlich in einem Staat leben will, wo die letzte verfolgte große Minderheit, nämlich die Cannabiskonsumenten, ihre Rechte bekommen. Wo die Patienten nicht darauf angewiesen sind, dass irgendein Sachbearbeiter seine Unterschrift gibt. Wo die Menschen das Recht bekommen, einige Pflanzen in ihrem Garten zu pflanzen, zu züchten und zu ernten. Deswegen bin ich hier. Und es gibt noch einen anderen Grund. In den 44 Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland, ähnlich wie sie es über Jahrzehnte mit Homosexuellen gemacht haben, Opfer geschaffen, en masse. 500.000 Menschen sind in die Knäste gegangen. Täglich werden Millionen von Menschen verfolgt. Täglich werden Leute mit Angst versehen. Eltern wissen aufgrund von der Prohibitionspolitik, aufgrund der ideologischen Politik, nicht, wie sie mit ihren Kindern umgehen können. Weil sie einmal gekifft haben, glauben sie, dass sie frei nach Christiane F. in der Gosse landen. Diese Ängste haben die Betonköpfe in den deutschen Parlamenten verursacht. Aber sie sind im Kommen. Der Beton in den Köpfen bröckelt. Und da helfen wir mit. Und jeder von euch hilft mit. Ich bin auf vielen Veranstaltungen und ich merke langsam, dass sie ausgelacht werden, wenn sie von der Einstiegsdroge reden. Dass sie ausgelacht werden, wenn sie erzählen, wie die Prohibition, der Kampf gegen die Drogen, der Krieg gegen die Drogen verloren geht. Sie werden es täglich mehr merken, indem ihr jeden Politiker, egal von welcher Partei, erklärt, macht was für die Freiheit. Die Menschen haben ein Recht auf Selbstbestimmung und dieses Recht muss gefordert werden. Und heute ist ein wunderbarer Tag, das zu zeigen, lautstark, bunt, ja, so dass sie es hören müssen, dass sie kapieren müssen. Die Prohibitionspolitik ist gescheitert. Amerika ist vorgegangen, Kanada folgt, kleinere Staaten hinterher und die Bundesrepublik wird bald nicht mehr anders können als eine vernünftige Regulierung des Suchtmittels, Stoffmittels oder sonstigen Mittels
Hanf auf den Weg zu bringen. Sie sollen sich schämen, diese Politiker, die meinen, sie könnten Millionen von Menschen drangsalieren und sie könnten ihnen erklären, wie sie zu leben haben. Sie werden sich irgendwann schämen. Und auch die Richter werden in einigen Jahren darüber nachdenken, ob sie 50 Jahre zu Recht dem Gesetzgeber gefolgt sind oder ob sie ihrer Verpflichtung hätten gerecht werden müssen, alle Verfahren im Zusammenhang mit Cannabis dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Dieses Gesetz ist verfassungswidrig und es steht diesem Gesetz auf der Stirn. Und das, was wir hier machen, ist nichts anderes als für die verfassungsmäßig garantierten Rechte zu kämpfen. Wir laufen für die Freiheit, für das allgemeine Persönlichkeitsrecht, für den Gleichheitsgrundsatz und natürlich für die geschaffenen Opfer der letzten 5 Jahrzehnte. Die sollen irgendwann rehabilitiert werden. Und damit es dazu kommt, bitte ich euch um Folgendes. Heute marschiert ihr, aber wir brauchen eine starke Lobby. Und jeder weiß, die größte und stärkste Lobbyarbeit macht der Deutsche Hanfverband. Wenn wir den nicht hätten, werden wir, ihr alle, nach wie vor verfolgt werden. Also tretet ein und tretet ein. Und auch wenn dem ein oder anderen das ein oder andere nicht passt, scheiß drauf! Und noch was, tretet ein, kämpft weiter, marschiert und arbeitet täglich an der Legalisierung. Halt deinen Unsinn in deinem Kopf. Da gehört er hin, da soll er bleiben. Okay? Tretet ein. Der Deutsche Hanfverband wird, das kann ich hier sagen, in eine Justizoffensive starten in den nächsten Monaten. Er braucht Unterstützung. Ohne Geld werden wir nicht obsiegen. Und ich möchte, dass wir obsiegen. Und jetzt marschieren wir für die Freiheit, für die Rechte und für die Opfer, die diese Koalition schon geschaffen hat. So. Ich glaube, es kommt noch einer, der zum Abmarsch aufruft. Tschüss und danke! Ja, danke dir für die aufmunternden Worte. Ja, jetzt geht es los mit dem eigentlichen Umzug. Dabei kann man nochmal am Stand der Hanfverrate vorbeigehen und die Berliner Deklaration unterschreiben. Je mehr Unterschriften, umso wirkungsvoller. Und man kann die später auch noch unterschreiben. Dann kriegen die Post im Briefumschlag mit Briefmarke. Denn für viele von denen ist Internet auch noch Neuland, wie eine vernünftige Drogenpolitik. In diesem Sinne, auf geht es zum Umzug. 2 Stunden durchs Regierungsviertel und dann kommen wir hierher zur großen Abschlussgutgebung.